Was können wir von Hermann Mayer lernen? Sein Fitness- und Leistungscoach Heinrich Bergmüller offenbarte Tipps und Tricks für den beruflichen Weg an die Spitze. Gut, ich denke, das wird eine ganze Menge Tipps sein. Ja. Das ist sicher mal gesunde Ernährung. Es gehört dazu, auch ausreichend zu trinken, ja, vor allen Dingen Wasser zu trinken. Viele Menschen trinken im beruflichen Leben fast mehr Kaffee wie Wasser. Regelmäßig Bewegung und das mindestens 3, 4, wenn nicht 5-mal in der Woche. Also es gibt sicher sehr viele Tipps, ja, die ich dann im Vortrag bringen werde. Für uns als Fachgruppe ist es wichtig, in Kooperationen und Vernetzungen fachübergreifend zu denken. Unser Programm heißt in jedem Fall gesund am Arbeitsplatz, fit at work. Das haben wir jetzt hochgefahren. Wir sind unterwegs mit dem Professor Bergmüller als erste Veranstaltung. Als EPU, so wie ich eins bin, kommt man zu diesen Veranstaltungen nicht oder zu diesen Leuten nicht, muss man sagen. Und das ist natürlich wichtig, wenn man so eine Plattform hat, die das dann zur Verfügung stellt. Nur wer körperlich und geistig fit ist, kann sich auch den Herausforderungen im Unternehmertum stellen. Und da muss man immer am aktuellsten Stand sein. Es sind so viele Challenges, die wir täglich zu bearbeiten haben. Ja. Und da brauchen wir die Tools, ja, und Tipps und Ratschläge, halt, ja, um die meistern zu können. Also ich bin selber jetzt nicht der große Sportler, aber ich versuche einmal da vielleicht jetzt die Motivation herzunehmen, mich in diese Richtung zu bewegen. Sportliche Fitness, ein Faktor für wirtschaftlichen Erfolg aus Ihrer Sicht? Auf jeden Fall, weil man sich einfach viel fitter fühlt, viel offener ist. Es ist ein perfekter Ausgleich für Arbeitsstress. Also wenn man da mal laufen war, dann geht man nachher wieder viel gelassener an die Dinge heran. Finde ich ganz wichtig. Wie wichtig sind dabei Veranstaltungen wie die heutige, wo einem auch Tipps für den Alltag mitgegeben werden, um diesen besonders gut zu meistern? Wir hoffen, dass es uns jetzt neue Inputs bringt oder dass man einfach in dem, was man selber für sich im Leben schon mitgenommen hat, einfach ein bisschen Bestätigung findet oder vielleicht den einen oder anderen Tipp, dass man wieder was mehr in den Arbeitsalltag einbauen kann. Ohne sportliche Fitness, sage ich jetzt einmal, je nachdem, wer inwieweit, sage ich jetzt einmal, sie verträgt und auch für sein Befinden braucht, aber es gehört zum Leistungsvermögen, es gehört zum täglichen Arbeiten, um Reserven zu haben über, sage ich jetzt mal, schwierige Zeiten auch, ja, Stresssituationen bewältigen. Es heißt ja, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Und daher ist, glaube ich, die körperliche Fitness auch die Voraussetzung dafür, für einen Erfolg. Man fühlt sich einfach wohler, man fühlt sich befreiter. Und ich glaube, das ist überhaupt die Basis dafür, sich wohlzufühlen, dass man auch in einem Unternehmen letztlich auch erfolgreich sein kann. Wichtig ist es, die Bodenhaftung nicht zu verlieren. Hier ist es notwendig, auch gesund und fit zu sein. Und das ist auch ein Ziel, das wir verfolgen.